Im Sommer war ich jetzt recht wenig auf Social Media und ich habe jetzt viel Zeit gehabt, mit Menschen zu reden. Und was ich mitgekriegt habe, ist, wir Menschen haben Themen, die so quasi weltumspannend sind. Also zumindest mit den Kulturen, mit denen ich geredet habe, sind alle die gleichen Themen. Also natürlich Covid ist ein großes Thema, da kannst du mit allen drüber reden. Inflation, das ist ein Thema, das nahezu die ganze Welt betrifft. Aber auch natürlich die Energiekosten und Ukraine. Das sind Themen, die beschäftigen uns alle und die meisten Menschen haben, also fast alle Menschen haben eine Meinung dazu, wahrscheinlich auch du, ich auch, zu bestimmten Themen. Aber wenn man mit den Leuten redet, habe ich eins festgestellt, das sind fast sowas wie, ich versuche es einmal zu nennen, sowas wie Stammtischthemen. Und zwar, man redet über das Thema, gibt seine Meinung ab, hört der Meinung zu, des anderen und geht dann aber nach Hause zu seiner Familie, in seine Partnerschaft, zu den Kindern. Das heißt so, man hat das Thema besprochen, aber dann geht man ins richtige Leben zurück. Ja, natürlich, Energie, Inflation, auch Ukraine und Corona, die spielen natürlich alle ins Familienleben auch rein. Aber was, diese Themen kommen und gehen. Was bleibt, ist die Familie. Und die meisten Menschen beschäftigt das Beziehungsleben und das Familienleben ganz, ganz, ganz stark. Und die, die eine Familie haben, die wissen das. Die, die eine Partnerschaft haben, wissen das. Da gibt es ganz viele Konflikte. Und die, die keine haben, wissen es, wie schwer das ist, die alte Partnerschaft hinter sich zu lassen. Das beschäftigt dich. Oder einen neuen Partner, Partnerin oder Partner zu finden. Das beschäftigt einen Menschen. Und zwar so, dass das lebensbestimmend ist. Und gleichzeitig haben die meisten Menschen mit den gleichen Konflikten und gleichen Problemen zu tun. Und mir hat fast das Herz gebrochen, weil ich mir immer denke, ja, du redest so viel, aber siehst du nicht dein Verhalten, das Problem, das du mit deinen Kindern, mit deiner Partnerschaft hast, das sieg ich sogar, wenn du nur mit mir redest. Und ich habe mir gedacht, da muss man was machen. Und ich nehme jetzt Zeit, dass ich mal einen Abend mit euch drüber rede, wie das Verhalten eurer Beziehung zu Kindern und zum Partner, zur Partnerin bestimmt. Weißt du, man will Zeit für die Kinder haben. Man fragt sich immer, habe ich genug Zeit für meine Kinder? Man fragt sich genauso, gebe ich meinen Kindern genau die Werte, die wichtig sind? Und man weiß, was die wichtigen Werte werden, aber tut ganz was anderes. Und jetzt pass auf, jetzt meine ich nicht, ich tue jetzt nicht jemanden geißeln, weil er ein paar Mal zu viel am Handy gewesen ist, sondern es geht darum, wie reagiert man auf die Kinder? Nicht, dass man ihnen zuhört, sondern die kleinen Bewegungen. Ich bringe ein Beispiel, ob ich jetzt da so sitze mit dieser Bewegung oder ob ich so sitze mit der Bewegung, ist ein großer Unterschied. Was ich mit meinen Augenbrauen mache, was ich mit meiner Körperdrehung mache, das wird völlig unterschätzt, weil, und das hat natürlich schon einen Hintergrund, weil wir es selber nicht wahrnehmen bei uns. Und deswegen sage ich da, ich sehe das schon, wenn die Leute mit mir reden, wo möglicherweise ein Konfliktpotenzial beheimatet ist. Und so Konflikte schaukeln sich auf. Und man weiß gar nicht warum und sagt, ich höre da eh zu. Dabei hat der Partner das Gefühl, du hörst mir nie zu. Oder man hat das Gefühl, immer wenn ich mit dir rede, kommen wir nie zum richtigen Punkt. Dabei sagt der Partner, doch, ich habe es eh schon lange verstanden. Aber es zählt immer nur, kommt das Gefühl beim anderen richtig an? Und das ist niemals, Achtung, im großen Verhalten, sondern das ist immer im Detailverhalten. Und das Detailverhalten führt irgendwann zu einem großen Verhalten, weil man sich vom anderen nicht mehr verstanden fühlt. Weil sich die Kinder von den Eltern nicht verstanden fühlen oder weil die Kinder nicht erkennen können, was meint die Mama oder der Papa ernst und was ist nur so nebenher gesagt. Und am Ende steht dann immer der Satz, du, wir müssen reden. Es gibt was zu besprechen oder du, mir liegt was am Herzen, das möchte ich unbedingt loswerden. Und dann redet man drüber. Und du wirst es selber mitgekriegt haben, das drüber reden, das bringt viel seltener was, als wir glauben. Im besten Fall ist damit ein Konflikt gelöst. In den allermeisten Fällen gelingt es maximal kurzfristig, ganz einfach deswegen, weil unser Verhalten sich nicht verändert. Zwar verstehen wir geistig, was der Partner will, aber das Verhalten bleibt trotzdem gleich. Und zwar nochmal, ich meine dieses Mikroverhalten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, was meint er jetzt genau damit? Jetzt wären viel zu viele Details, dass ich drüber rede. Das hat mit dem Tempo der Bewegungen zu tun. Das hat damit zu tun, wo du mit deinen Händen bist, während du sprichst. Aggressivität entsteht ja immer, bevor das Wort kommt. Das heißt, das Wort sagt jemand und am Wort erkenne ich, ob es aggressiv gemeint ist oder nicht. Und wenn wir dann drüber reden, ist es meistens so, dass unsere Körpersprache schon unglaublich ungehalten ist, unglaublich ungeduldig ist, den Kindern gegenüber, aber auch dem Partner gegenüber. Und
Die Reaktion ist immer, der Partner fängt sich an, selber zu verteidigen. Ja, es fängt ja noch viel früher an. Wir sagen die Dinge mit einer Körpersprache, dass der andere oft völlig von seiner Lebensroutine weggerissen ist, weil er selber gar nicht gemerkt hat. Und da gibt es zum Beispiel eine Regel, die nennt sich die Regel der zunehmenden Intensität. Wenn man also jemandem was sagt, darf man niemals mit dem vollen Geschäft reinfahren. Aber das geht halt nicht, wenn man selber schon emotional ist. Und das verratet dir immer die Körpersprache des anderen, wann der richtige Moment ist und was der andere jetzt gerade braucht. Und wenn es um ein Geheimnis der Beziehung geht, dann ist es immer das Verhalten von Menschen. Weil du weißt es eh, Menschen, die sich gut verstehen, die verstehen sich blind. Da brauchen wir gar nicht viel reden. Und genau zu dem Verhalten muss man wieder hinkommen. Und das ist gar nicht so kompliziert, weil am Anfang hast du das gehabt, da habt ihr euch blind verstanden, auch mit den Kindern. Und das schauen wir uns an. Und ich nehme einen ganzen Abend Zeit im Rabenhof in Wien und da geht es nur um die Körpersprache in der Familie. Um die Körpersprache, was kann man am eigenen Verhalten verändern und vor allem, was kann ich am Verhalten des anderen erkennen und herauslesen, um zu wissen, wie es um unsere Beziehung steht. Und du wirst am Ende des Abends wirst rausgehen und dir werden ein paar Gedanken kommen und du wirst ein paar Mal verstehen, ah, jetzt verstehe ich besser, warum das bei uns so oder so ist. Denn eine Beziehung ist nicht, weil wir drüber reden, sondern weil wir uns partnerschaftlich verhalten. Seid dabei, ich freue mich. Es ist wieder ein Gedankenspaziergang im Rabenhof. Schon zum wiederholten Mal, das war nämlich wahnsinnig toll. Ich bin offen für eure Fragen, für eure Anmerkungen und gebe euch genau dazu dann Tipps. Seid dabei.